Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4 Viturias Live bei Sims 4 werde berühmt mit Valkyria, Vito, Brianna, nee, das ist Charlie, Brianna, Jamie, Libby und Tommy. Baba, wir sollten also auf dem Haufen stehen. So, und wir machen hier weiter. Ich habe tatsächlich gerade schon mal die Palmen umgestellt, weil ich ein bisschen überlegt habe, was ich als nächstes mache. Und ich möchte hier noch einen Brunnen hinbauen. So, bisschen hier am Rand. Ich mache das tatsächlich auch so, dass ich das hier so über die Ecken mache. So. Das geht nämlich hervorragend. Und dann mache ich das hier auch. Dürfen die Leute bloß nicht in den Brunnen fallen dann. Aber so doof sollten die eigentlich nicht sein. Dann kriegt das Ganze noch einen mediterranen Brunnenrand. So, zack. Und vielleicht kann ich da auch noch solche Fontänen hier reinstellen. Ja, das geht sogar. Wenn ich hier eins. Immer perfekt zwischen den Palmen. Leute, ich sollte Architekt werden. So. Das können wir noch natürlich beliebig erweitern. Ich möchte das noch ein bisschen ausweiten. So. Ups, Entschuldigung. So. Genauso möchte ich das hier auch machen. Das dann ist hier 1, 2, 3, 3. Fuck. So, dann kommt da auch nochmal der Brunnenrand ran. Und im Idealfall könnte ich vielleicht sogar die Dinger so verlegen. Ja, es ist perfekt. So. Da kommen hier tatsächlich noch mal so ein paar Springbrunnen rein. Vielleicht kann ich auch noch Palmen nehmen. Ich könnte die Palmen natürlich auch gegen andere Bäume austauschen. Was haben wir hier sonst noch so? Lol, ist das ein großer Baum. Ne, ich glaube, das ist mit Palmen schon ganz lustig. Ja, ich bleib bei den Palmen. So, noch einer hier so hin. Jo. Und hier drüben das selbige. Du musst aber in die andere Richtung kippen. So. So. So stehen die gleich. Ja, die stehen gleich. Gut. Und dann nehme ich hier noch mal ein paar Dinger von denen. So. Perfekt. Jetzt würde ich das gerne mit dem Weg so machen. Ähm,
tatsächlich erstmal ein bisschen bauen. Vielleicht 1, 2, 3, 4. So, ich habe einen Knick in der Linse. 1, 2, 3, 4. Ups. Ich bin gerade selbst von mir irritiert, aber ja, gut. Ich mach das mal kurz so. Vom Weg gehen 4 Stück ab. Ja, kein Wunder, dass das nicht passt. So. Und wenn ich nämlich jetzt wieder einen Graben rundherum baue. Ich kann das ja einfach mal anders machen. Ich möchte den großen Brunnen in die Mitte setzen. In der Mitte sollte bekanntlich... Na gut, passt gerade nicht so. So, das ist schon mal die Mitte. Fall. Passt das hier so einigermaßen, wie ich mir das so vorstelle? So. Dann kommt hier ein etwas größerer Springbrunnen rein. Zu groß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier für Dinger sind. Kann man die irgendwie... Die spritzen immer so hin und her. Nee, das ist doof. Dann will ich sowas nicht haben. Ernsthaft jetzt, für den mittelgroßen ist er schon wieder zu klein. Mein Grundstück sollte jetzt aber nicht nur aus Brunnen bestehen, ne, liebe Leute? Na gut, dann bauen wir uns unseren eigenen Brunnen.
Gibt's den auch irgendwie kleiner? Machen die Dinge das, was ich vermute, was sie machen. Ich glaube, das wird zu überladen mit den Dingern. Ich muss das mal kurz ausprobieren. Genau das, was ich mir gedacht habe, das ist schön. Das ist schön. Leute, ihr merkt schon, das wird richtig lange dauern, bis das Ding fertig ist. Aber wenn es fertig ist, wird es schön. Oh Mann, ey. Aber das sind, glaube ich, die kleinen. Die Kleinen setze ich jetzt einfach mal kurz nach draußen. So. Und dann gibt es die nämlich, glaube ich, nochmal in Nummer größer. Sind das die hier? Warte mal, den konnte ich doch. Okay. So, nochmal kurz gucken. Ja, die werden, glaube ich, ziemlich groß gleich. Und gehen dann, glaube ich, immer wieder runter und hoch, hoch, runter, hoch, runter. Das finde ich perfekt. Wobei vielleicht ein Tick zu groß. Müsste ich eher die hier nehmen. Vielleicht kann ich ja auch noch einen größeren Zaun rundherum ziehen, dass es mehr nach Brunnen aussieht. Geil wäre das auch, wenn man den selbst so mehretagig anlegen kann. Ich meine, immerhin wird das da eigentlich gezeigt. Ich weiß ja nicht, mehretagig kann ich mit dem Brunnen, glaube ich, nicht gehen. So, das sind die. Das sind, glaube ich, die, genau. So. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich da vielleicht so eine kleine Steinmauer rundherum bauen kann. Könnte ich tatsächlich machen. Das ist vielleicht cool. Ja. So.
Dann die Dinger noch. Lass mal gucken, dass ich das wieder hier gleich hinkriege. Ich habe da irgendwie was. Ne, die sind noch gleich. Der da sitzt voll falsch. Wobei, eigentlich sitzt er gar nicht falsch. Er ist wieder hier. So. Ein bisschen Wasser. Gut, und dann könnte man sagen, ab hier fängt dann auch die Treppe zum Gebäude an. So, und da habe ich mir jetzt nämlich gedacht, was für tolle Treppengeländer gibt es. Mega-Geländer, kann ich gerade noch nicht sehen. Dass wir nämlich... Muss ich gucken, wie das von der Treppe am besten passen würde. Für die Fänge passt vom Stein besser. Ich finde ein bisschen wärmer den Ton. Ja, perfekt. Kann die nicht irgendwie so ein bisschen freischwingend sein? Guck mal, so eher. Mal, dass ich nicht dieses fette Ding da drunter hat. Wobei, vielleicht kann man das schick verkleiden. Das versuche ich gleich mal, ob man das vielleicht verkleiden kann. Durch das. Nee, das kann man doch nicht im Gebäude vernünftig verschwinden lassen. Ich glaube, das wird nichts. Gibt es da noch eine andere Treppe? Guck mal, die haben da nämlich immer dieses Ding da drunter. Es gibt nur sehr wenige, die das anscheinend nicht haben. Die hier zum Beispiel. Können wir auch nehmen, wird vom Farbton auch fast passen. Es wird dann nur so ein Holzding, aber wenn man das nicht weiß und es einfach nur gut aussieht. Warte mal, beleuchteter Treppenaufgang. So, die Treppen sind beleuchtet für deine Sicherheit. Achso, lol. Ja, okay, nee, das finde ich ein bisschen... Wobei, sieht lustig aus. Nee, aber brauchen wir eigentlich nicht. Das können wir vielleicht innen drin irgendwo mal verbauen, aber draußen auf jeden Fall nicht. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Treppending. Ah, die hier wäre natürlich geil. Ist auch massiv. Massiv, massiv. Ist die auch massiv? Nee. Ich muss tatsächlich jetzt jede einzelne Treppe ausprobieren, um zu sehen, ob die massiv ist. Puh.
Und ihr Leute denkt euch da draußen so, was macht der da? Ist der bescheuert? Oh, guck mal, das ist doch hier. Das hätte doch was. Ja, kacke, ey. Wahnsinn. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, damit die hier. Die. So, ups. Dann kommt auch noch ein schickes Geländer ran und dann passt das. So, mal kurz mal. Moment. Ich muss mal kurz die Treppe da wegnehmen. Ich muss ein schönes Thumbnail machen. Blub. Ja. Das kommt dahin, dann ziehe ich die noch so ein bisschen breiter. Müsste ich, mach die glaube ich so komplett. Ist das so ein abschließendes Ding? Wobei, nee, ich mach das anders. Ich mach hier noch zwei Wegreihen Fliesen hin. Dann kann ich mich nämlich von hier aus so ein bisschen wegbewegen. Wobei, nee, das finde ich. Diese zwei Fliesen fehlen mir bestimmt wieder irgendwo. Ich mache hier einfach so schöne Blumenbeete, dann passt das. Dann können wir die Treppe hier direkt ranstellen. Dann kommt da noch ein schickes Geländer ran. Gibt es das vielleicht so in... Nee. Da. Ne, genau das wollte ich nämlich nicht. Schade, ich habe mir gedacht, vielleicht verschwindet das da so. Aber nein, tut's nicht. Ja, und dann können wir da ab da anfangen, das Haus zu bauen. So breit hier. Weißt du, warum mache ich nicht einfach so einen kompletten Halbwinde, Halbwand leisten? Wow, nee, sieht kacke aus. Kellertool, Raumtool. Buff. Nee, das ist doof. Mach mal so. Da stehen meine Palmen da im Weg. Ich muss meine ganzen Palmen nochmal kurz umziehen.
Verbanne die Palmen erstmal nach hier vorne. Irgendwas ist hier passiert, was nicht passieren sollte. So. Ich brauche nochmal das Raumtool, aber auf der linken Seite, das da kommt wahrscheinlich nochmal wieder weg. Das ist alles kompliziert. Das ist wieder zu schmal. Das wird jetzt wahrscheinlich für euch noch alle ein bisschen merkwürdig aussehen, aber wenn ihr wisst, was das irgendwann mal werden soll, dann sagt ihr nicht mehr, dass das merkwürdig aussieht. Ja. Vielleicht nicht direkt am Haus, aber so. Ich lege den Weg tatsächlich erstmal kurz so an. Ich verrate euch kurz, was ich vorhabe. Also, ich sag mal so, hier auf der Seite, da wo man diesen großen Baukörper hat, da soll das so ein bisschen... Ja, das Wohnen sein, da sollen die ganzen Zimmer hinkommen, etc. Hier in der Mitte ist so, ja, so, kommt auf jeden Fall Küche hin, vielleicht auch ein großes Esszimmer, aber ich habe irgendwie nicht mehr so viel Platz. Der Eingangsbereich ist so groß geworden. Müssen wir schauen, vielleicht verkleinere ich das Ganze hier alles nochmal. Zieht das vielleicht um 4 Felder oder so nach hinten. Ihr werdet das sehen in der nächsten, im nächsten Part, ob ich mich da nochmal umentschieden habe. Aber auf jeden Fall kommt hier dann nochmal so eine... Also hier soll auf jeden Fall das quasi das Wohnzimmer hinkommen. Das Wohnzimmer wird aber so sein, dass man das Wohnzimmer über 2 Geschosse hat. Ich muss bloß gucken, wie ich das vernünftig hinbauen kann. Dass man quasi von hier aus direkt auch noch auf eine Terrasse kommt. Ich bin aber überlegen, ob ich das nicht via dieses Fundament-Dings nochmal ein bisschen höher lege, dass die Terrasse auch einen kleinen Tick höher ist und hier kommt hinten ein großer Swimmingpool hin und so. Und Garten und so soll hier auch noch hin. Ich bin überlegen, ob ich den Swimmingpool nicht vielleicht sogar hier drunter ziehe, dass er auch noch im Haus so ein bisschen ist. Aber das muss ich tatsächlich mal gucken, wie ich das hinkriege. Das würde dann im nächsten Part passieren. Aber ich bin schon mal sehr froh, dass es hier vorne so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Sieht sehr schick aus. Hier müssen überall noch ein bisschen Büsche und Pflanzen und Pipapo hin. Aber ansonsten, ja, das muss einfach, ich werde das nach vorne verlegen. Ich werde das nach vorne verlegen, weil sonst ist einfach zu wenig Platz. Vor allen Dingen, wenn da hinten noch irgendwie ein Garten hin sollen. Ich glaube hier vorne, lege ich Valkyrias Pflanzen, Garten, Gedöns an. Ja. Ich glaube, das werde ich machen. Das könnte dann passen. Gut. Auf jeden Fall wäre es das jetzt erstmal mit dem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder in 2 Tagen. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das wieder gesehen habt. Und ja, wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge habt oder so, was ich unbedingt machen muss, was ich jetzt total vergessen habe beim Bauen oder auch beim Bauen des vorherigen Hauses, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lesen werde ich es auf jeden Fall. Und ich kann dann auch mal gucken, wie das mit der Umsetzung ist. Und ich bin tatsächlich auch überlegen, ob ich die Mauer
nicht wieder irgendwie ein bisschen hier vorne verschwinden lasse. Der Eingangsbereich ist cool. Aber hier zur Seite hin, die Mauer. Ich muss mal schauen, weil die anderen Häuser haben auch keine Mauer. Aber wir gucken mal. Dementsprechend bis dahin, auf Wiedersehen, bye bye und tschüss.